Herzlich willkommen hier in Anis Welt. Heute wieder mit einem Besuch bei einem Dolmen. Ein weniger bekanntes Großsteingrab mit dem Namen Hünensteine befindet sich ebenfalls in Spahn-Harenstätte. Obacht! Die Zuwegung befindet sich auf einem Acker und ist nur mit einem unauffälligen Schild gekennzeichnet. Das Grab befindet sich fast am Ende des Waldes. Die Hünensteine in Trichterbecherkultur errichtet, sind nach Nordwesten bzw. Südosten ausgerichtet. Die Anlage liegt in den Resten eines jüngeren Hügelgräberfeldes. Eine aus 18 Hügeln bestehende Gruppe nördlich des Grabes ist noch deutlich zu erkennen. Die Kammer ist ca. 6 x 1,7 Meter groß. Sie besteht aus 10, zum Teil leider zerbrochenen Jochsteinen und 2 Decksteinen. Ursprünglich waren es 4 Decksteine. Leider waren die Reste der Decksteine nicht mehr aufzufinden. Dafür sind mir mehrere Steine, die vermutlich zum äußeren Steinring gehörten, auf dem Weg zum Dolmen aufgefallen. Auch in diesen kleinen Steinen, von einer Größe von 30 x 70 cm, befinden sich Bohrlöcher für Sprengungen. Wieso wollte man so kleine Steine noch sprengen? Im Inneren des Dolmens sind die wunderschönen Granitsteine zu bewundern. Das Farbenspiel hat einen ganz besonderen Charme. Die sehr gut erhaltene Anlage wirkt sehr beschwingend auf den Körper und die Seele, sodass ich mich dort sehr wohl fühlte. Ein sehr starker Kraftort. Ich habe mich an diesem Ort wirklich sehr wohl gefühlt und hatte eine starke Anbindung zu dem Dolmen. Wie bedauerlich, dass ich ca. 100 Meter von diesem wunderschönen Dolmen entfernt, der übrigens gesetzlich geschützt wird, ein Funkmast aufgestellt wurde. Ob es Zufall ist, dass so starke Kraftorte von Funkmasten umgeben und so versteckt liegen? In der Nähe des Dolmens übt dieser Funkmast keine Störungen aus, nur sobald man sich davon entfernt. Stellt das gerne selber einmal fest, bei einem Besuch, den ich nur zu sehr empfehlen möchte. Ich hoffe, dieser Ausflug in unsere Vergangenheit hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal mit dabei, hier in Anis Welt.